Nur noch wenige Tage, dann wollen die Frankfurter Löwen die Meisterschaft in der deutschen Eishockeyliga 2 feiern. Fehlt nur noch der Finalsieg gegen Bietigheim. Über alles wollen wir heute sprechen, sowohl der Sieg, 4-0-Sieg gegen die Huskies aus Kassel, als auch alles dann zur Finalserie gegen Bietigheim. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportshow. Wir sprechen gleich über alles mit Stürmer Lukas Laub. Doch bevor wir soweit sind, wechseln wir erst nochmal die Sportart und kommen zum Volleyball. Denn das, was die Löwen geschafft haben, den Einzug ins Playoff-Finale, das haben die Frauen des VC Wiesbaden leider verpasst. Sie scheiterten im Halbfinale und waren nach dem Spiel auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite aber auch irgendwie glücklich. Traurig und leer. Kapitänin Karolina Bednarowa nach der 3:1 Niederlage und dem Saisonaus im Playoff-Halbfinale. Da konnte die nach dem Spiel erhaltene Bronzemedaille nur sehr schwer darüber hinwegtrösten, dass die Wiesbadenerinnen durchaus eine gute Saison gespielt haben. Um ehrlich zu sein, traurig ist man schon ein bisschen, weil da ist nicht nur am vergangenen Spieltag, auch heute deutlich mehr drin gewesen. Aber das können wir nicht mehr zurücknehmen und ich glaube, wir können stolz sein auf die ganze Saison, die wir hinter uns haben. Und das wird auch irgendwie ein paar Tage bei uns ankommen und dann kann man sich richtig freuen, weil was wir in der Saison geleistet haben, wenn wir alles geschlagen haben, das glaube ich, hätte uns nicht so auf jemanden zugetraut vor der Saison. Das Spiel im ersten Satz durchaus ausgeglichen. Nach der deutlichen 3:0 Niederlage im Spiel 1 in Schwerin hatten sich die Hessen auch einiges vorgenommen. Wiesbaden in Blau spielend, hier mit dem Block. Doch natürlich trumpfte auch der Gast aus Schwerin wieder groß auf. Und wenn die Norddeutschen geschlagen werden wollten, dann mussten die Damen aus Wiesbaden über sich hinauswachsen. Und das taten sie im zweiten Satz, auch wenn der erste verloren ging. Angefeuert von einer ausverkauften Halle und 2100 Fans, trumpfte der SVW im zweiten Durchgang groß auf und war klar die bessere Mannschaft. Selbst der Top-Favorit aus Schwerin war überrascht und machte unnötige und seltene Fehler. Wiesbaden schaffte den Satzausgleich und die Hoffnung war groß, das Spiel zu gewinnen. Ja, nicht nur Hoffnung, der Wille war da. Aber Schwerin, das ist eine klasse Mannschaft. Die haben uns heute dominiert in allen Spielaspekten. Und das muss man halt so akzeptieren, dass Schwerin auch wirklich der von Prozent her vielleicht 90% der Meisterschaftskandidat. Doch leider konnten die Damen des SVW dieses Leistungsniveau nicht halten. Auch weil Schwerin wieder besser spielte. Im Gegensatz zum zweiten Durchgang schafften es die Hessen deutlich seltener, die Norddeutschen in Bedrängnis zu bringen. Und so nutzte der Favorit den zweiten Matchball, um den Einzug ins Finale perfekt zu machen und die Wiesbadenerinnen in die Sommerpause zu schicken. Wir sind nicht in der Lage, auf hohem Niveau so stabil zu spielen, wie es die Schweriner gemacht haben. Gerade der erste Satz, da haben wir 6 Aufschlagfehler gemacht. Die einen verlieren ganz knapp 26-24. Das hätten wir also auch schon für uns drehen können. Den zweiten noch gewinnen, dann wird es 2:0, dann wird es ganz anders aussehen. Ja, im Nachhinein, ne, hört sich alles immer schön einfach an, aber so ist das Spiel nun. Wir haben eine super Saison gespielt und das zählt. Trotzdem können die Wiesbadenerinnen des SVW mit der Saison und dem Einzug ins Playoff-Halbfinale sehr zufrieden sein. Das hätte ihnen vor der Saison nur die wenigsten zugetraut. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind gleich wieder hier zurück. Dann sprechen wir über Eishockey, über den 4-0-Sweep gegen Kassel und über die anstehende Finalserie gegen Bietigheim. Gleich bei mir Stürmer Lukas Laub. Serien-Sieg gegen Freiburg, 4:0 Serien-Sieg gegen Kassel. Die Frankfurter Löwen sind weiter in dieser Playoff-Serie weiterhin ungeschlagen und sich trotz natürlich jetzt vor Selbstbewusstsein. Über die letzten Serien wollen wir heute reden und natürlich auch über das große Finale
gegen Bietigheim. Bei mir Stürmer Lukas Laub. Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich habe es eben gesagt, 8:0 im Grunde genommen in den diesjährigen Playoffs. Das heißt, Selbstbewusstsein ist sollte jetzt auf jeden Fall vorhanden sein, oder? Ja, ist auf jeden Fall vorhanden nach den zwei Serien. Aber wir wissen auch, dass mit Bietigheim im Finale ein richtig gutes Team auf uns trifft. Und deswegen sind wir jetzt auf Englisch not too high und nicht too low. Freuen uns auf jeden Fall drauf. Fangen wir bei der ersten Serie nochmal an. 4:0 Sieg gegen Freiburg. Es war dann doch relativ einfach, oder, die erste Serie? Ja, also wir wussten auf jeden Fall, dass wir, wenn wir unsere Spiele, über vier Spiele, wenn wir unser Spiel spielen, dass wir das schnell beenden können. Und ja, glücklicherweise haben wir das geschafft in vier Spielen und sind umso stolzer gewesen, dass wir so schnell da durchgekommen sind und eben gegen Kassel genau das Gleiche machen konnten. Wie ist das denn? Wie würdest du denn sagen, ist die Liga ausgeglichen oder muss man dann sagen, weil es waren ja jetzt doch dann deutliche Ergebnisse, oder muss man dann sagen, ist der Unterschied zwischen den unteren und den oberen doch ganz schön extrem? Also extrem auf keinen Fall. Wir haben es in der Saison ja auch gesehen. Wir haben gegen Freiburg, glaube ich, auch ein, zwei Mal verloren. Mhm. Aber ja, in den Playoffs ist halt eben die Konzentration nochmal höher. Man geht angespannter, nervöser und motivierter natürlich ins Spiel. Und ja, dann wir wussten, dass wir auf jeden Fall das bessere Team sind in der Serie. Dann habt ihr 4:0 gegen Freiburg gewonnen. Dann ist erstmal ein bisschen Pause, solange bis dann die nächste Serie anfängt. Wie ist das für dich? Ist das gut, weil du sagst, okay, kann man nochmal ein bisschen wieder runterkommen? Oder würdest du lieber mehr oder weniger dann direkt in die nächste Runde? Also ich würde ein 4:0 immer vorziehen. Es tut dann immer gut, 2-3 Tage von der Halle wegzukommen, den Kopf freizukriegen und dann wieder voll angreifen zu können. Deswegen sind wir ganz froh, dass wir die beiden Serien bis jetzt mit 4:0 beenden konnten. Dann ging es im Kunken, dann war ja dann schnell klar, dass der nächste Gegner Kassel ist. Ja. Für die Fans natürlich eine riesen Euphorie, weil es auch das Derby ist im Kunken genommen hier für die Löwen. Wie war das für euch Spieler? Ist es dann auch etwas Besonderes oder ist es dann, in eine Playoff-Serie wie gegen jeden anderen auch? Nee, auf keinen Fall. Es war schon noch was ganz Besonderes gegen Kassel, die Serie. Und vor allem, wir wollen nicht zu viel über letztes Jahr reden, aber die Revanche vom letzten Jahr sozusagen, weil er ja nicht so glücklich gelaufen ist, deswegen fühlt sich es jetzt umso besser an. Und ja, wir konnten ja auch irgendwie Geschichte schreiben, dann in den Kassel den Sieg zu holen, deswegen fühlt sich sehr gut an. Wie war das? Habt ihr euch dann im Vorfeld der Serie nochmal Spiele vom letzten Jahr nochmal angeschaut oder hat man das dann komplett abgehakt? Wie habt ihr euch auf Kassel vorbereitet? Also auf letztes Jahr haben wir gar keinen Bezug mehr gehabt, in die Serie jetzt reinzugehen. Aber wir haben Filme geguckt von diesem Jahr, wo wir gegen die gespielt haben, Summer Game, die anderen drei Spiele. Und ja, sind gut vorbereitet ins Derby gegangen und ja, konnten es in vier Spielen beenden. Was war denn anders in den Playoffs im Gegensatz zur Hauptrunde? Anders nicht viel. Ich denke, wir haben unser Spiel nochmal gesteigert. Wir haben ja eine super Hauptrunde gespielt. Aber wir konnten noch konsequenter die Fehler abstellen jetzt in den Playoffs. Und ja, zeigt sich auf jeden Fall in den Leistungen, die wir in den letzten Wochen vollbracht haben. Ihr hattet das erste Spiel zu Hause, Heimrecht gehabt. Wie groß ist denn der Druck vor so einem ersten Spiel? Weil wenn du das erste zu Hause vergeigst, dann vielleicht in Kassel, was ja jederzeit machbar oder denkbar gewesen wäre, dann stehst du mit 2:0 im Rücken an der Wand. Ja, der Druck war auf jeden Fall riesig. Aber die Vorfreude ist auch so groß, so eine Derby-Serie zu spielen. Deswegen ist es eigentlich im Hintergrund. Wir haben uns da von Spiel zu Spiel konzentriert, haben nicht zu viel nachgedacht und es hat gut geklappt auf jeden Fall. Wie ist das in so einer Playoff-Serie, wenn man dann zum Auswärtsspiel fährt? Fährt man dann relativ befreit dahin, weil man weiß, okay, da müssen wir jetzt nicht zwingend was holen. Wenn wir unsere Heimspiele gewinnen, dann reicht das. Das heißt, wir können frei aufspielen auswärts? Nee, also wie gesagt, wir wollten die Serie so schnell wie möglich beenden. Und wir sind in jedes Spiel gleich motiviert reingegangen. Wir haben da nie gedacht, dass wir jetzt mal einen Patzer machen könnten. Wir wollten jedes Spiel gewinnen und ist uns super gelungen auf jeden Fall, ja. Das heißt, es gibt gar nicht diese Maxime, dass man einfach sagt, okay, auswärts brauchen wir gar nicht, wenn wir alles zu Hause gewinnen, dann reicht das. Nee, das auf keinen Fall. Also wenn man mal einen Ausrutscher hat auswärts oder so, könnte man vielleicht so denken, aber muss man dann auch schnell wieder abhaken. Aber vor dem Spiel würde man nie so denken oder ins Spiel gehen. Dann habt ihr in der Serie 3:0 vorne gelegen, dann kam Spiel 4. Man sagt ja oft, die Serie zu beenden. Das ist nochmal was ganz besonders Schweres, weil im Grunde genommen, ja, wie ein angeschlagener Boxer, da geht es um alles. Ja, wir wussten auf jeden Fall, dass Kassel nochmal alles reinwerfen muss, weil die eben ja die Saison sonst vorbei ist, wenn die das Spiel verlieren. Und ja, das Spiel war Wahnsinn, ein Hin und Her, 7-6 am Ende, also es war top. Ja, und auf das Spiel wollen wir jetzt mal drauf gucken, du hast eben gesagt, 7-6, es war an Dramatik kaum zu überbieten. Der Jubel kannte keine Grenzen. Die Frankfurter gewinnen Spiel 4 sensationell mit 6:7. Ein Spiel, welches die Fans so schnell nicht mehr vergessen werden.
Die Löwen gewinnen damit das Playoff-Derby gegen Kassel mit sage und schreibe 4:0. Sweep, wie die Eishockey-Profis sagen. Auch die Fans wollten die Eissporthalle in Kassel gar nicht mehr verlassen und feierten den Einzug ins Finale gebührend und ausdauernd. Die Partie selbst hatte dagegen gar nicht so gut für die Löwen begonnen. Kassel in zweifacher Überzahl und das nutzte der noch amtierende Zweitligameister zum 1:0. Kapitän Markus Klinge eröffnet die Torejagd. Doch schon kurz nach dem Führungstreffer war klar, dass die Frankfurter das bessere Team waren, wie eigentlich in jedem Spiel in dieser Serie. Hochkarätige Chancen, fast im Minutentakt. Doch sie scheiterten ein ums andere Mal an Kassels Schlussmann Markus Keller. Selbst in der letzten Sekunde des ersten Drittels war der Schlussmann der Nordhessen Endstation. Im Mitteldrittel platzte dann endlich der Knoten bei den Löwen. Und auch die Frankfurter durften jubeln. Gerade einmal 25 Sekunden waren gespielt und dann fälschte Brett Breitkreuz den Schuss von Tomassoni unhaltbar zum Ausgleich ab. Dann die Löwen in zweifacher Überzahl und in so einer Situation riecht es immer nach einem Tor. Kassel schaffte es bei 5:3 im ersten Drittel und auch Frankfurt kann das. Führungstreffer für die Löwen und wie in der Zeitlupe zu sehen ist, war es sogar ein Eigentor. Abgefälscht vom Schläger eines Huskies rutscht die Scheibe durch die Beine des Torhüters. Frankfurt hatte das Spiel gedreht und wollte mehr und bekam auch mehr. Und diesmal sogar in Unterzahl. Die Löwen mit einem Mann weniger auf dem Eis erfolgreich. Pavel Tronia mit dem Tor. Die Südhessen hatten einen 0:1 Rückstand in eine 3:1 Führung umgedreht. Und das in nur 9 Minuten. Alles sah wieder nach einem deutlichen Sieg für die Frankfurter aus. Doch Kassel kämpfte. Immer im Hinterkopf, dass diese Niederlage das Saisonende bedeuten würde. Die Huskies nutzten ihre Chancen. Die Nordhessen wieder mit einem Mann mehr auf dem Eis. Und dann hat Frankfurt Schlussmann Brett Jäger keine Chance. Und somit die Löwen nur noch mit einem Tor in Führung. Doch auch das sollte sich schnell ändern. Frankfurt wieder mit einem Mann auf der Strafbank und Adriano Caciola sorgt für den viel umjubelten Ausgleich in der Kasseler Eissporthalle. Das Spiel wieder völlig offen. Es ging weiter hin und her. Jetzt waren wieder die Löwen an der Reihe, Tore zu erzielen. Christoph Gavlik mit der erneuten Führung. 4:3 für die Frankfurter und sie setzten sogar noch einen obendrauf. Wieder die Vorarbeit durch Kapitän Patrick Jarrett, doch diesmal heißt der Torschütze Richie Müller. Doch selbst das war noch nicht das Ende des kuriosen Mitteldrittels. Kassel hatte nochmal eine Antwort parat und nur 30 Sekunden nach dem Frankfurter Treffer jubelte Kassel wieder. Spielstand nach dem zweiten Abschnitt 4:5, unglaubliche 8 Treffer in einem Drittel. Das Spiel natürlich kein Leckerbissen für Liebhaber von Verteidigung, aber umso unterhaltender für die Fans. Auch im Schlussabschnitt ging das Spektakel weiter. 54 Sekunden waren gespielt, da schafften die Huskies den erneuten Ausgleich. 5:5 und alles war wieder offen. Doch der Vorteil lag schnell wieder auf Frankfurter Seite. Brett Breitkreuz mit der erneuten Führung. Die Nerven aller Beteiligten immer angespannter. Von himmelhoch jauchzen bis zu Tode betrübt. Selten hatte ein Sprichwort so gut gepasst wie zu diesem Spiel. Denn wieder schaffte Kassel den Ausgleich. Die Nordhessen immer wieder im Rückstand, doch wie ein angeschlagener Boxer, der immer wieder zurückkommt. Kassel wollte einfach nicht K.O. gehen. Phil Hungerecker mit dem 6:6 Ausgleich. Der letzte Schlag knapp 80 Sekunden vor Ende war dann aber der Wirkungstreffer, mit dem Frankfurt die Huskies endgültig aus den Playoffs katapultierte. Der 7. Treffer durch Pavel Dronia war der entscheidende.
Frankfurt feierte nicht nur den Sieg ins Finale, nicht nur den 4:0-Sweep gegen Kassel, sondern auch das unglaubliche 7:6, an das sich die Fans noch lange erinnern werden. Also ein sensationelles Spiel. Die Fans werden das so schnell nicht vergessen. Wie geht's euch spielen? Ja, super gut. Wir sind jetzt ausgeruht, haben die Euphorie jetzt erstmal überwunden. Jetzt müssen wir uns vorbereiten und jetzt gucken wir aufs Finale am Samstag. Wenn man jetzt auf das Spiel, auf Spiel 4 nochmal zurückschaut, was gehen da durch den Kopf? Ja, war ein Wahnsinnsspiel. Ein Hin und Her, wie gesagt. Und fühlt sich jetzt umso besser an, das vierte Spiel so noch über die Runden zu kriegen. Und ja, sind super stolz und froh. Ihr habt erst 1:0 zurückgelegen in Spiel 4. Es war eine Situation 5-3 gegen euch. Ja. Da war es so, Christoph Gavlik, glaube ich, habe schon draus gesessen und du kamst dann mit dazu. Wie geht's einem dann auf der Strafbank, wenn man im Grunde genommen als Zweiter dazukommt und weiß, wow, die Jungs haben jetzt ein 5:3 zu überstehen? Ja, ist auf keinen Fall ein schönes Gefühl. Aber wir hatten bisher, ich war da zuversichtlich eigentlich, weil wir bisher einen super PK hatten. Ein Penalty Kill, aber ja, hat nicht geklappt, aber es muss man dann auch abhaken. Das ist einfach so eine kurze Erinnerung, muss man haben in den Playoffs und dann weiterspielen. Wie geht's dir allgemein, wenn du auf der Strafbank sitzt? Ist es allgemein so, dass man das Spiel dann genauso verfolgt wie von drüben oder hat man da einen Moment auszuruhen oder wie geht's einem da auf der Strafbank? Was macht man die 2 Minuten lang? Ja, man hofft, dass man kein Gegentor kriegt. Ja, man guckt sich eben das Spiel an, ganz normal, ist dabei, aber man hofft ein bisschen mehr, dass einfach kein Tor fällt, weil es sich einfach nicht gut anfühlt, wenn man das verschuldet hat. Wie war es dann in der Kabine? Ihr seid in die Kabine mit einem 1:0 Rückstand, aber wart eigentlich schon das bessere Team in meinen Augen. Was hat der Coach gesagt in der ersten Pause? Nicht viel, einfach, dass wir unser Spiel spielen sollen. Das ist das super Positive in unserer Mannschaft, dass wir nie in Panik geraten, wenn wir mal hinten sind. Und ja, die Spieler auch Ansprache gemacht und haben gesagt, alles gut Jungs, wenn wir weiter so spielen, werden wir das Spiel gewinnen und haben wir dann auch geschafft. Genau, ihr wart ja dann, die nächsten Tore waren alle auf eurer Seite. Ja. Ihr wart dann 2 in Führung, dann kam wieder der Ausgleich, dann wart ihr nochmal 5:3 in Führung. Ja. War da irgendwann mal der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt müsste es eigentlich durch sein? Ja, nach dem 5:3 dachte ich so, ja, jetzt haben wir mal 2 Tore Vorsprung, jetzt denke ich, ist das durch. Aber Kassel direkt wieder in der nächsten Minute, glaube ich, ein Tor gemacht, 5:4 und dann denkt man sich, oh, jetzt geht's wieder los und so war es dann auch. Ja. Dann habt ihr, genau, hast du gesagt, dann kamst du 5:5, da wart ihr immer wieder eins vorne, dann wieder der Ausgleich, ging ständig hin und her. Wie schwer ist es dann aber trotzdem fokussiert zu bleiben und ihr wart ja immer in Führung, dann nicht den Kopf hängen zu lassen, so nach dem Motto, boah, jetzt haben die schon wieder einen Ausgleich geschossen. Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein super Ding in unserer Mannschaft, dass wir eben diese Panik nicht haben, wenn die da wieder ausgleichen oder wieder rankommen. Und ja, sieht man, dass man in den Playoffs auch solche Spiele gewinnen muss, wenn man ganz oben sein will. Deswegen war das eine super, super Teamleistung. Der Siegtreffer am Ende, knapp 80 Sekunden vor Ende des Spiels. Ja. Dann die große Hoffnung, dass jetzt Kassel nicht mehr zurückkommt. Oder wie spielt man dann die letzten 80 Sekunden mit einem Vorsprung? Ja, dann probiert man einfach die Scheibe aus dem Drittel rauszuhalten. Man probiert nichts mehr Großartiges. Einfach die Scheibe tief bringen. Vielleicht ein bisschen passiver vorchecken, dass man nicht in Konter reinlaufen würde oder so. Aber ja, haben wir dann gut über die Bühne gebracht. Das heißt, in so einer Situation, wenn auch der Gegner den Torhüter schon vom Eis genommen hat, dass das nicht oberste Maxime da vielleicht noch einen draufzusetzen, sondern lieber die Scheibe einfach nur weg. Ja, lieber die Scheibe einfach so ein Softchip, wie man sagt, dass eben kein Icing entsteht, dass die nochmal in unserem Drittel kommen. Man probiert natürlich, wenn man über der Roten ist, ins Empty Net reinzuschießen, aber das ist jetzt nicht die oberste Priorität. Und dann war der Abpfiff da. Wie war es dann noch nach dem Spiel? In der Kabine, im Bus, wurde noch großartig gefeiert? Ja, es wurde schon dementsprechend gefeiert. Wir haben es für die Nacht auf jeden Fall genossen, im Finale zu stehen. Aber wir wussten auch, dass es noch nicht vorbei ist jetzt hier. Jetzt fängt es ja erst richtig an gegen Bietigheim und freuen uns jetzt umso mehr. Die Finalserie steht jetzt an. Wie ist das? Jetzt habt ihr wieder mit vier Spielen relativ schnell beendet. Jetzt habt ihr wieder ein bisschen Pause. Bietigheim genauso, ist ja für beide Vereine dasselbe. Ab wann jetzt schon die Konzentration auf Bietigheim? Ich würde sagen, ab heute ging die Konzentration los. Wir hatten jetzt übers Wochenende nochmal frei. Mhm. Heute wieder das erste Eistraining. Und jetzt langsam fängt es an, morgen Video. Mittwoch werden wir nochmal frei haben und dann Donnerstag, Freitag nochmal richtig trainieren und dann Samstag bereit sein für Bietigheim. Du hast gesagt, auch nochmal Video, den Gegner auch nochmal analysieren. Jetzt habt ihr ja schon in der Hauptrunde schon 4-mal gegen Bietigheim gespielt, davon 3-mal gewonnen. Aber in den Playoffs ist doch nochmal alles anders. Was guckt man sich nochmal an? Weil ihr kennt die Jungs ja auch und die kennen euch. Ja, man guckt sich nochmal Filme an, den Vorcheck, ihr Aufbau.
Aber ja, im Grunde genommen kennen wir uns sehr gut, wissen, wo die Stärken von denen ist, wo die Schwächen sind. Aber ja, wir wollen uns einfach nochmal besser vorbereiten, um da die bestmögliche Leistung im Finale zu bringen. Das heißt auch 4 Spiele bisher in dieser Saison, 3 Siege, heißt nichts? Nicht viel, ja, nee, in den Playoffs ist ja alles wieder komplett anders. Das heißt gar nichts. Wir werden uns auf jeden Fall die Filme anschauen, wie es geklappt hat gegen die. Aber ja, bringt uns ja jetzt auch nichts, dass wir 3 Spiele gegen sie schon gewonnen haben in der Hauptrunde. Weil bei Playoffs ist alles nochmal bei 0-0 und dann ja, gucken wir von da. Jetzt haben wir im Grunde genommen die Serie, die dann ansteht. Du hast eben schon gesagt, die Vorleistung, da zählt überhaupt nichts mehr. Was zeichnet denn Bietigheim aus? Ja, sie haben sehr viel Skill. In Überzahl sind die sehr schwer zu verteidigen. Ja, sie haben einfach viele Veteranspieler, die wissen, was sie mit der Scheibe machen. Das zeichnet sie aus und ich glaube, dass wir da mit unserem Speed und unserer Größe ganz gut dagegen halten können, wenn wir wieder unser Spiel aufziehen gegen die. Jetzt ist ja so, dass wenn man Frankfurt und Bietigheim vergleicht, seid ihr auch deutlich jünger als Bietigheim. Ist es da auch eine Möglichkeit über, ja, wie du schon sagst, über Geschwindigkeit oder dann auch, dass man hart auf den Körper drauf geht, wo man sagt, naja. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja immer in den Playoffs. Muss man jeden Check zu Ende fahren, weil ja, jeder Check macht sich bemerkbar. Ob das jetzt danach ist, in der nächsten Situation, wo die vielleicht ein bisschen ängstlicher reingehen oder was auch immer. Und ja, das große Ding ist halt unser Speed auch. Können wir auf jeden Fall gut ausnutzen gegen Bietigheim und dann unser Spiel so spielen über Speed und Härte. Kann man darauf hoffen, dass wenn man sagt, okay, die sind vielleicht schon ein bisschen älter als wir, die wollen nicht mehr so Körper spielen, dass das ein Vorteil für euch sein könnte? Oder sagst du, nee, Playoff-Finale, da ist ja jeder gleich? Ich denke, im Playoff-Finale, da schaltet man alles aus. Ja, da geht's trotzdem, jeden Check zu Ende zu fahren, aber ich denke, die werden genauso bereit sein, im Finale zu stehen und zu spielen wie wir. Deswegen ja, wird das eine super Serie, denke ich. Wird am Ende eventuell auch sowas wie Kondition eine Rolle spielen? Oder ist dann doch, auch wenn die Spiele kurz hintereinander sind, aber doch genug Zeit zum Regenerieren? Ja, die ist schon sehr kurze Zeit zu regenerieren. Ja, man muss halt einfach wieder jeden Tag sich motivieren, in die Halle zu kommen. Und ja, um ins Spiel gleich vorbereitet zu sein. Und dann glaube ich, dass es sehr gut laufen wird für uns. 4-0-Seriensieg gegen Freiburg, 4-0-Seriensieg gegen Kassel, 4-0-Seriensieg gegen Bietigheim wird noch schwieriger, oder? Wird schwieriger, ich würde es mir wünschen und hoffe auch sehr darauf. Ich bin zuversichtlich, wenn wir unser Spiel spielen, dass es positiv für uns enden wird dieses Jahr. Abschlussfrage, auf was wird es gegen Bietigheim ankommen? Dass wir nicht zu viele Strafen nehmen. Wir hatten in den Serien davor relativ viele Strafzeiten. Und wie gesagt, die haben ein super Powerplay. Ja, wir müssen einfach diszipliniert spielen, unser Spiel spielen, dann bin ich da sehr, sehr zuversichtlich. Kann man das so einfach abstellen? Ich meine, es hört sich einfach an, wir dürfen nicht so viele Strafen nehmen, aber... Ja, man kann so Kleinigkeiten auf jeden Fall abstellen, mit dem Schiedsrichter nach einem Abpfiff reden oder sonstiges. Man kann sowas schon abstellen und die Emotionen kontrollieren. Es liegt alles in unserer Hand, ja. Aber Emotionen kontrollieren wird schwer werden, weil ich gehe davon aus, hier wird wieder jedes Mal ausverkauft sein, oder? Wie ist das, vor so einer Kulisse dann wirklich auch Ruhe zu bewahren? Es ist sehr schwierig. Deswegen spricht das der Coach auch öfter mal an bei uns. Aber ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf und ich denke, dass wir das sehr gut kontrollieren können und haben da Lust drauf. Ich denke, die Fans haben auch Lust drauf. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg dann in der Serie. Wir werden ihn natürlich hier begleiten und dann hoffen wir, dass wir hier einen Meister feiern können. Hoffe ich auch sehr. Danke. Liebe Zuschauer, das war's wieder von uns von der Sportshow. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern und dann sehen wir uns wieder nächste Woche zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.